Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part. Ja, von Sandal News, also was Allison, wenn man so will. Ja, quasi dem ersten richtigen Video hier auf der Gamer Couch nach dem Neustart. Ja, wenn ihr das Video seht, war es ein erfolgreichster Wiedereröffnungs-Rückgeh-Stream, whatever, von Gamer Couch und es geht heute quasi so richtig los. Und ich bin echt gehypt, muss ich sagen, auf den alles, was mich hier jetzt in nächster Zeit einfach so erwarten wird. Ah, das sind eine von den wilden neuen Strecken. Das ist erst viel zu wild. Oh, die bin ich noch gar nicht, an die kann ich mich noch gar nicht erinnern, jemals mal gefahren zu sein. Kann das sein, dass so eine neue Strecke raus, neue Streckenpack rausgekommen ist, was noch gar nicht gesorgt hat, wenn ich im Urlaub war? Ich bin gerade echt verwirrt. Naja, wie es dem auch sei, ich bin happy, dass es wieder quasi back to the roots, wenn man so will, geht. Und ich einfach mit den Zeiten weitermache, denn ich, wenn es so viel so nahe geflossen ist und alles. Und ja, ich kann auch noch sagen, wieso. Ich war zum Urlaub und bin dann wieder auf Gamer Couch gestoßen. Hab überlegt, was war das für eine wilde Zeit? Was habe ich in Sandal damals groß gemacht? Was ist da so alles Wildes passiert? Und dachte mir, komm, stopp, da geht's nicht lang, Hilfe. Das willst du wieder haben. Und so ist im Großen und Ganzen meine Idee entstanden, Gamer Couch einfach wieder aus dem Leben zu rufen, weil so viele Jahre meines Lebens sind irgendwie zum Teil einfach auf den Sandal in irgendeiner Form mit drin und das wollte ich einfach, oder will ich es weiterhin, dass es einfach so ist. Naja, es hängt einfach so viel Lebenszeit in dem Sandal drin, so viel, was ich mir aufgebaut habe und ich glaube, dass es auch wieder geht, auch wenn das dann natürlich nach über ein Jahr in Aktivität tot ist als sonst was. Genauso mein Community-Discord-Server, der nach wie vor existiert. Er will es im Leben rufen. Und einfach das Beste aus dem Sandal rausholen, was noch geht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass da noch viel möglich sein wird. Und umso gehypter bin ich, dass es mit Gamer Couch jetzt wieder losgeht. Und oh mein Gott. It's gonna be so much fun. Die nächste Gaming-Zeit, das wird so live werden. Mario Kart, Splatoon, Livestreams, also. Es wird so wild werden. Ich werde wilder werden, wie es jemals war, auch gemacht hat. Das ist mal was Pressen an alles. Das ist eine Art des Verspressen, ich weiß, aber auch eins, was der Meinung bin, dass es halten kann. Oh, jetzt. Belastend. Und erhalten werde. So sieht's aus. Livestreams, damit starten wir jetzt mal. Montag bis Donnerstags. Plan ist, wie gesagt, live zu sein. Ich kann es immer mal sein, dass random. Oh, jetzt irgendwas anderes ins Wissen kommt. Ich deswegen nicht live sein kann, aber an und für sich ist das der Plan, dass es Montag bis Donnerstags immer live bin. So, ja, wie gerade schon erwähnt, ist mein Plan, dass ich immer ja, Montag bis Donnerstags live bin. Erst mal für eine Stunde und nachdem ich da einfach Lust und Zeit habe, flexibel bin ich da, sagen wir es so. Ja, und jetzt überlegt man mal ein Ablappler, Mario Kart wird auf jeden Fall einmal in der Woche drin sein, Splatoon wird drin sein, Minecraft auf jeden Fall, Help, wird drin sein. Und ich will es auch, weil man dieses schöne Seed Animal Crossing wieder reinbringen, auf jeden Fall. Das könnte ich mir beispielsweise einen Wechsel vorstellen mit Switch Sport oder sowas. Muss man einfach schauen, ja, wie es einfach bockt. Also Sport hat es auch Bock, Online Bowling oder sowas, das sehe ich mir schon drin, ehrlich gesagt. Ja, wird wild. Das ist, denke ich mal, das, was man auf jeden Fall faktisch gesehen festhalten kann. Ja, es bleibt noch vieles Wildes, was kommen wird. Ja, das haben wir mal. So, Voraussetzungen in dem Sinne ist, oder das fühlen wir halt, wenn einfach noch ein paar Zuschauer da sind. Ich denke mal, gerade das hat so eine Sache, dass es einfach mit der Zeit noch einpegeln muss, aber denke ich mal, auch einpegeln wird. Hoffe es. Denke es. Ach, come on. So, vierter, that's not good. Ja, einpegeln wird, denke ich mal. Und ja, dann einfach, wie gesagt, einfach mal schauen, wo die Reise hinführt. So, das ist einfach ganz spontan zu kommen. Jetzt machen wir es einfach mal und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht, so nach dem Motto, ne? So. Und ich bin aber wirklich, wirklich guter Dinge, dass das, ja, die richtige Entscheidung ist, weil ich hänge noch so sehr an Gamer Couch und das war vielleicht damals eine so voreilige und auch dumme Entscheidung. Sagen, es macht Gamer Couch das komplett dist. Und irgendwo wusste ich schon, als früher später nochmal zurückkehren würde, weil wie gesagt, es hängt noch so sehr an den Sandal. Und
ich komme einfach nicht weg, so. Will ich es aber auch nicht. Eben weil das einfach das ist, was mir Spaß macht. Das ist mein Hobby, macht mir Spaß, das will ich weiterhin machen. Das ist cool. Und ja, dazu stehe ich und dazu dabei bleibe ich. Und umso mehr geht's jetzt wieder los. Und das ist quasi wirklich ein Neuanfang, wie sie damals vor 7 Jahren das wissen. Das ist auch geisteskrank, wie lange das zum Teil her ist mit den ersten Videos und alles. Aber da haben wir wahrscheinlich ja in den Öffnungsstreams und ausführlich genug drüber gesprochen. Es ist krass. Ja, das eben nur soweit als Info. Ja, ich bin eben wieder back quasi. Ja, ganz konkret ist mein Plan. Das ist, Hilfe. Jetzt wird das Video sieht, das ist für seinen Dienstag heute Abend. Machen einen Splatoon-Livestream. Ja, Mittwoch. Ja, gut, Rest ist noch keine. So ist er geplant. Mittwoch wird es eigentlich an für sich mit Minecraft starten. Mittwoch ist so Minecraft Day. Ab jetzt. Ja, Donnerstag mal hauen vielleicht. Diese Woche ist es Sport oder sowas. Oder. Ich muss spontan hauen. Aber auf jeden Fall, Minecraft würde ich mal Mittwoch fokussieren. Mit einem Fokus rücken. Sagen wir es mal so. Dann was hauen. Vielleicht werden wir diesen Minecraft-Episode die ersten quasi nutzen. Um einfach so hauen, was wir früher alles Wildes bei Game Accounts gebaut haben. Und oh mein Gott, war das viel. Oh mein Gott, ich habe das bei der Way auch so vermisst, einfach zu sagen, willkommen zum neuen Video oder Livestream bei Game Accounts. Das ist doch viel zu wild. Also Mittwoch fokussieren wir mal Minecraft an. Ja. Und dann mal auch da mal schauen, wo die Reise entführt. Also ist langfristig planen, in Minecraft eine neue Welt zu machen. Diesmal aber Survival. Rest bleibt gleich. Sie bauen Zeugs und so weiter. Und vielleicht sind auch einige alte Hasen wieder dabei. Würde mich freuen. Natürlich auch neue Gesichter hoffentlich, die dann dabei sein werden. Ja. Schlicht und ergreifend gesagt. Es wird wild werden. Mein Augenmach liegt auch da wieder. Und das ist auch wieder besser, wenn man einfach so ein Leistungsmerkmal, was ein Sender halt ausmacht. Groß eben auf den Einfluss von Community eben mit euch zusammenzocken. Das ist das Große, das ist das Besondere, sage ich mal, was damals auch Game Accounts geprägt hat und auch nach wie vor prägen wird. Und zwar im großen Maße. Das war jetzt nicht so prägsam. Dafür habe ich eine schöne Bombe, die ich ganz gern weggeschmissen hätte. Sie auch noch wegschmeißen kann, Gott sei Dank. Ich hoffe, dass da Leute reinfahren. Nee, schade. Wäre auch so schön gewesen. Ja, auf jeden Fall, ne, um es mir nicht noch ein 10. Mal, ach, los, ich weiß wieder, Schutz, das gibt's ja nicht. Weil das 10. Mal wiederholen. Es wird wild werden. Ja, Funstream ist vielleicht noch eine wichtige Geschichte. Ich habe mich jetzt mal das erste Mal auf 21 Uhr festgelegt, jetzt auch nichts. Nur später wie früher immer. Zwar erstmal 21 bis 22 Uhr und dann mal schauen, vielleicht 22.30 Uhr, 23 Uhr. Je nachdem, wie ist, das macht Müll. Da muss man einfach schauen. Da bin ich noch ein bisschen in, Erkundung, wie das Ganze irgendwie gut passt. Aber für mich ist ja da jetzt eine gute Lösung zu finden sein. Aber fürs Erste einfach mal 21 bis 22 Uhr und dann mal schauen. Das Ganze ist jetzt noch ein bisschen experimentell fürs Erste, aber es ist halt. Dann schauen wir auch mal hin, wo die Reise führt. Mit Let's Plays. Allen voran Zelda will ich auch durchstarten. Da werde ich zuallererst jetzt die ersten paar Parte, die ihr von Gaming Kursen kennt, nochmal hochladen und dann einfach eine Art los weitermachen. Das haben wir anders mehr. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören. Wir sehen uns in einem der nächsten Streame. Macht's gut, bis dahin. Und ciao.